So, jetzt geht es um den guten Kai Klose von den Grünen. Wir sind ja jetzt in der Zeitrechnung 2, also das heißt, die Obdachlose ist jetzt nach dem Klinikaufenthalt meiner Meinung nach rechtswidrig, ohne Grundversorgung, einfach auf die Straße gestellt worden ist. Und ich bin immer noch unfassbar schockiert darüber. Aber gut. Ich habe also am 15. März 2023, weil der Kampf geht weiter, eine Mail geschrieben, wo ich das nochmal alles schön zusammengefasst habe und folgende Person aufgefordert habe: Sorgen Sie dafür, dass Person X endlich der Gesetzeslage ordentlich in betreutem Wohnen untergebracht wird. Und da habe ich informiert den Leiter der Betreuungsbehörde in Frankfurt, die persönliche Betreuerin des Paritätischen Betreuungsvereins Frankfurt, die für die Obdachlose zuständig ist, Sozialdezernentin Feutel. Das ist die ihren persönlichen Referenten mit mir hat telefonieren lassen, der mir damals gesagt hat: Sie tun ihr gerade so. Sie tun ihr gerade so, Anna Fröhlich, als ob die Stadt Frankfurt Obdachlose auf der Straße liegen lassen würde. Und er hatte mir damals versprochen, wenn die Obdachlose ins Krankenhaus kommt, dann wird der Sozialdienst sich um eine sichere Anschlussunterkunft kümmern, weil sie das auch müssen. Das ist gesetzlich vorgesehen. Nun, auch das ist ja nicht eingetreten, lieber Referent. Dann habe ich weiterhin noch diese beiden Ärzte informiert, die ja für die ganze Misere zuständig sind. Einmal den Chefarzt und einmal den Oberarzt des Markus-Krankenhauses, der Abteilung Psychiatrie. So, nachdem ich mit dem Brief fertig war, dachte ich, ich muss mal neue Wege gehen. Und dann habe ich den Kai Klose nochmal angeschrieben. Da gab es schon mal einen sehr kurzen Schriftverkehr. Jetzt haben wir bei dem 15.03.2023 und da habe ich geschrieben: Guten Tag, Herr Klose. Wir hatten schon einmal kurz Kontakt in obiger Sache. Ich möchte Sie bitten, hier zu helfen. Sachstand siehe unten, also in der Mail an die anderen. Es ist unerträglich zu sehen, wie hier der humanitäre Grundgedanke seit Jahren an Person X verletzt wird. Das Krankenhaus hatte mich nicht kontaktiert, keine Hilfe sind mir in den letzten Jahren von irgendjemandem angeboten worden, obwohl diese Leistung ausdrücklich auf der Homepage des Amtes für Wohnungslose beschrieben wird. Hätte man mich angerufen, hätten wir vereinbaren können, dass ein Krankentransport Person X zu mir hätte bringen können. Bitte klären Sie auch, ob die Frau im Markus-Krankenhaus einfach vor die Tür gestellt wurde oder ob man sie unter die Flößerbrücke gefahren hat. Wir wissen mittlerweile, die haben sie einfach vor die Tür gestellt. Allein das ist ein Skandal. Sie sind der Einzige, der jetzt noch helfen kann. Sie stirbt da draußen, ist orientierungslos, ohne Versorgung. Sie haben bestimmt einen Mitarbeiter, der in Frankfurt wohnt. Schicken Sie den doch bitte mal neutral, ohne dass unten genannte Personengruppe davon weiß, vorbei. Flößerbrücke, Sachsenhäusner Seite, unter der Bauplane. Unterschrift Anna Fröhlich. So, da habe ich am 15.03., also am selben Tag, ich gucke gerade mal auf die Uhrzeit, ich habe um 8:50 Uhr geschrieben, um 11:30 Uhr, sagen wir mal 11:50 Uhr, also 3 Stunden später habe ich schon eine Antwort bekommen. Sehr geehrte Anna Fröhlich, vielen Dank für Ihre Nachricht. Diese habe ich zuständigkeitshalber an das Hessische Ministerium der Justiz weitergeleitet. Bitte wenden Sie sich künftig mit den Anfragen zu diesem Anliegen direkt an die zuständigen Kolleginnen. Die Kontaktdaten lauten wie folgt. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit freundlichen Grüßen. Sachbearbeitung, bla bla bla. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration in Wiesbaden. Daraufhin habe ich zurückgeschrieben: Guten Tag. Soweit ich weiß, ist Minister Klose der Vorgesetzte von Frau Sozialdezernentin Feutel bzw. verantwortlich für unten angegebene Situation. Bitte erklären Sie mir, was das Ganze mit dem Justizministerium zu tun hat und warum ich mich an die wenden soll. Vielen Dank, Anna Fröhlich.
war ebenfalls am 15. März. Schreibt sie mir am selben Tag zurück: Sehr geehrte Anna Fröhlich, zunächst möchte ich Ihnen die Information geben, dass Herr Staatsminister Klose nicht der Vorgesetzte von Frau Sozialdezernentin Feudel ist. Das ist Trommelwirbel, Bauchtanz, da-da-da-da, Feuerwerk. Der Vorgesetzte von Frau Sozialdezernentin Feudel, haltet euch alle fest, ist laut Aussage des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integrations unser lieber Freund, der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. So, so, da schließt sich der Kreis. Das hat mir sehr gut in die Tasche gespielt, muss ich jetzt sagen. Das ist eigentlich eine Bestätigung meiner Theorie. So, zudem geht es in Ihrem Fall um eine Unterbringungs- und Betreuungsfrage. Dies ist eine Sache des Gerichts und liegt daher in der Zuständigkeit des Hessischen Ministeriums der Justiz. Bumm, auch das war jetzt ein sehr guter Hinweis von ihr und sie hat es weitergegeben. Ich kenne ja die Masche mittlerweile. Die tun das alle weiterleiten wie so ein heißes Stück Eisen. Keiner will dafür verantwortlich sein, ne? Und dann habe ich sie nochmal angeschrieben. Wollte ich es jetzt ganz genau wissen. Ich habe am 16.03., also heute Morgen, geschrieben: Sehr geehrte Frau Sowieso, kurze Nachfrage. Sind Sie sicher, dass der Oberbürgermeister der Vorgesetzte von Sozialdezernentin Feudel ist? Der Bürgermeister hat doch mit dem Jugend- und Sozialamt nichts zu tun. Vielen Dank. Und ich wollte jetzt einfach sicher gehen, ist es der Bürgermeister oder nicht? Und dann bin ich aber ins Internet gegangen. Und was ich da gesehen habe, habe ich mir gedacht, also Herr Kai Klose, das schlägt jetzt dem Fass doch das Bötchen aus. Jetzt darf man hier nicht vergessen, dass der Kai Klose auch den Grünen angehört, genauso wie die Sozialdezernentin Feudel. Und eine Krähe hackt der anderen natürlich kein Auge aus. Aber hört zu, was ich geschrieben habe. Sehr geehrter Herr Minister Klose, für einen kurzen Moment war ich ob der Antwort von Frau Sowieso verunsichert, die den Fall an das Hessische Ministerium der Justiz weitergeleitet hat, was bestimmt nett gemeint war, mir aber im Augenblick nicht weiterhilft. Ich bin schon bei Ihnen richtig und gehe davon aus, dass Sie als Parteigenosse und Vorgesetzter von Frau Sozialdezernentin Feudel hier der Einzige sind, der sich darauf verwenden kann, Person X humanitär zu helfen. Ihr Aufgabengebiet als Minister ist ja: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ist innerhalb der Landesregierung für die Themen Familie und Soziales, Arbeit, Gesundheit und Integration zuständig. Wir behandeln die Themen Fachkräftesicherung, fällt hier weg, Familie, Frauenpolitik, betrifft die Obdachlose, Senioren, betrifft die Obdachlose, Gesundheit, betrifft die Obdachlose, Integration, betrifft die Obdachlose, Menschen mit Behinderungen, betrifft die Obdachlose und Antidiskriminierung, sagen wir mal von Obdachlosen, betrifft auch die Obdachlose. Also genau der Ansprechpartner, den ich brauche. Denn um genau diese Themen geht es ja hier bei diesem Notfall der dementen, behinderten, diskriminierten Frau, einer Seniorin sowie andere Hilfe für mich. Bitte tun Sie etwas, dass Person X endlich zu ihrem Recht und in betreutes Wohnen kommt. Es wäre eine schöne Schlagzeile, wenn der Name von Frau Feudel erneut mit einem erfrorenen Toten in Frankfurt in Verbindung gebracht wird. Sie hat seit ihrem Amtseintritt mindestens viermal ein Kondolenzbuch unterschrieben, von dem ich mitbekommen habe, dass Obdachlose unter ihrer Fürsorge verstorben sind, weil die Drittanbieter sich nicht gekümmert haben und Frau Feudel kein Interesse hat, hier aufzuräumen. Schade wäre es aber für Sie, wenn der armen Frau weiterhin Hilfe von einem weiteren grünen Parteigenossen, der noch die Möglichkeit hat zu helfen, versagt bleibt. Und diese dann verstirbt, einfach weil das Land Hessen hier wohl genau an dieser Frau sparen will.
Integrationsbeauftragter gilt nicht nur für ausländische Neubürger, sondern auch für die Integration von Obdachlosen. Ich wünsche mir wirklich hier ein positives Einwirken Ihrerseits, Anna Fröhlich. So sieht's nämlich aus, Leute, mir langt's hier langsam. Immer dieses Hinhalten, Verscheißern, Dummbabbeln und die anderen sollen's immer richten. Taking ownership of a problem. Kai Klose ist nach der Definition, egal ob er der Vorgesetzte von der Frau Feutel ist oder nicht, mit dafür verantwortlich, dieser Frau zu helfen. Und darauf bestehe ich jetzt. Und ich bin auch bereit, wenn die Presse dabei ist, ich mache einen Hungerstreik. Ich setze mich im Ministerium in Wiesbaden im Bikini, das wollt ihr nicht sehen, im Bikini vor das Ministerium. Ich lasse mich dabei filmen und ich kämpfe für die Rechte von dieser Frau. Es langt hier langsam, dass Politiker nicht mitbekommen, wie elend es der Bevölkerung am unteren Ende der gesellschaftlichen Leiter geht und dass diese Menschen auch noch ausgebeutet werden und werden aus einer Klinik rauskomplimentiert, ohne winterfeste Kleidung, ohne Grundversorgung, obwohl diese Frau ein Recht drauf hat. Die hat ein Recht auf Traumabehandlung. Diese Frau wird zu Tode gequält. Ich glaube, es langt.